Wir befassen uns nun mit einem Beispiel aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, nämlich das Beispiel Augensumme, das ist die Nummer 1449. Zwei unterscheidbare faire Spielwürfel mit den Augenzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 werden geworfen und die Augensumme wird ermittelt. Ein Würfel ist fair, wenn die Wahrscheinlichkeit nach einem Wurf nach oben zu zeigen für alle 6 Seitenflächen gleich groß ist. Die Aufgabenstellung hier: Jemand behauptet, dass die Ereignisse Augensumme 5 und Augensumme 9 gleich wahrscheinlich sind. Geben Sie an, ob es sich hierbei um eine wahre oder eine falsche Aussage handelt und begründen Sie Ihre Entscheidung. Das heißt, wir möchten hier die einzelnen Wahrscheinlichkeiten bilden, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Augensumme 5 kommt und dann auch die Wahrscheinlichkeit bilden, dass die Augensumme 9 kommt. Das heißt, wir brauchen jetzt jene günstigen Fälle, jene Elementarereignisse, die zur Augensumme 5 führen, beziehungsweise zur Augensumme dann 9 führen. P5, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass 5 kommt, könnten jetzt jene Elementarereignisse sein, dass ich habe eine 1 beim ersten Wurf und dann eine 4. Oder ich habe eine 2 beim ersten Wurf, dann eine 3. Ich habe beim ersten Wurf eine 3, dann eine 2. Oder ich habe beim ersten Wurf eine 4 und dann eine 1. Wenn ich beim ersten Wurf gleich eine 5 würfle, dann kann die Summe, da ich ja mindestens 1 würfeln muss, nicht mehr 5 ergeben. Das heißt, wir haben hier 4 Ereignisse, die, also 4 Elementarereignisse, die zum Ereignis 5 führen. Nun sehen wir uns das auch für 9 an. Wenn ich beim ersten Wurf hier eine 1 habe, kann ich schon keine 9 mehr erreichen. Das heißt, der erste Wurf muss mindestens eine 3 ergeben. Das heißt, wir haben hier beim ersten Wurf 3 und dann brauche ich beim zweiten Wurf eine 6. Oder ich habe 4 und 5, 5 und 4, 6 und 3. Und nun sehen wir, dass für diese beiden Ereignisse die Anzahl der Elementarereignisse gleich ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine 5 kommt, kann nun bestimmt werden aus den 4 möglichen Fällen durch jetzt, also die 4 günstigen Fälle durch alle möglichen Fälle, das wären 36 und wir sehen die Wahrscheinlichkeit, dass eine 9 kommt, ist wieder die für 9 günstigen Fälle, das sind 4 und es sind wiederum 36 mögliche Fälle. Das heißt, wir haben hier eine wahre Aussage, denn die Wahrscheinlichkeit für 5 mit 4 36 ist gleich der Wahrscheinlichkeit mit 9 für 9 mit 4 36.